Hallo ihr Lieben, da der Sommer Gott sei Dank noch nicht vorbei ist, wollte ich euch ganz gerne meine Summer Essentials zeigen, also Produkte, die mir im Sommer relativ wichtig sind und die ich sehr, sehr gerne benutze. Also wenn ihr diese Produkte sehen möchtet, dann bleibt doch dran. Die Nummer 1 meiner Produkte im Sommer ist auf jeden Fall Sonnenschutz und dazu zählt dieser Sundance Schutz- und Bräune-Sonnenschutz SPF 30. Das ist einer der mildesten Sonnenschutzprodukte, die es in der Drogerie gibt, meiner Meinung nach. Und den benutze ich einfach gerne, weil er günstig ist und man eben für den Körper eine gewisse Menge braucht. Und da möchte ich mir einfach keinen Sonnenschutz kaufen, der über 20 Euro kostet oder 15 Euro oder was weiß ich. Ich möchte einen günstigen, guten Sonnenschutz haben, den ich im gesamten Körper verwenden kann. Und ich war auch in Italien und habe nur diesen Sonnenschutz verwendet und bin wunderbar damit klargekommen. Er ist leicht wasserfest. Klar, nach dem Schwimmen muss man das wieder so ein bisschen erneuern, weil er durch so mechanische Abreibung eigentlich relativ schnell weg ist. Also ich hatte dann auch immer irgendwann gemerkt, dass wenn ich nicht richtig gewartet habe, bis er eingezogen ist, dass er dann irgendwo seine Abdrücke hinterlassen hat, was weiß ich, an dem Fenster, wenn ich mich irgendwo angelehnt habe oder so. Also man muss bei dem schon warten, bis er gut eingezogen ist, weil er doch recht lange dafür braucht und er sich auch ein bisschen fettig anfühlt. Aber das ist ja bei den meisten Sonnenschutzprodukten so. Man muss da immer ein bisschen schauen, welche Produkte man benutzt, weil die ganzen Gels und Sprays und sowas, die enthalten meistens einen relativ hohen Anteil an Alkohol und das verbessert eben das Einziehverhalten eines Produkts enorm. Aber ich benutze lieber einen mit geringem oder keinem Alkoholanteil, weil mir das viel wichtiger ist für meine Haut. Und den kann ich euch wirklich empfehlen, solange ihr keine Probleme mit chemischen Filtern habt. Auch Sonnenschutz fürs Gesicht ist mir extrem wichtig. Ich nehme den ja jeden Tag und ich habe einen gefunden, den ich jetzt auch schon eine Weile benutze. Und zwar ist das der Pitsbuin Allergy Face Cream SPF 50+, also ein sehr hoher Schutz sozusagen. Und den mag ich von der Konsistenz sehr gerne. Er ist zwar etwas pastös, aber so nach einer gewissen Zeit wird er relativ angenehm auf der Haut und er verhält sich gut mit Foundation, mit Puder und so weiter. Den habe ich bei Amazon gekauft vor einer gewissen Zeit und ich weiß auch, dass TK Maxx den teilweise auch verkauft, auch für 6 Euro ungefähr. Und dann müsst ihr wirklich mal schauen, ob ihr den noch irgendwo finden könnt. Ansonsten verlinke ich den euch unten in der Infobox, wo ich ihn mir bei Amazon gekauft habe und ich mag ihn wirklich sehr, sehr gerne. Und ja, hinterlässt halt einfach ein wunderbares Hautgefühl. Und wie gesagt, wenn ihr kein Problem mit chemischen Filtern habt, weil es gibt ja Leute, die da ihre Problemchen mit haben und damit nicht zurechtkommen, dann probiert den unbedingt mal aus. Und da ist auch ein Pflanzenextrakt drin, mit dem wahrscheinlich auch nicht jeder zurechtkommen wird, weil es ein Kurblütler ist. Und es gibt ja Menschen, die allergisch auf Kurblütler reagieren. Also hier nochmal eine kleine Warnung sozusagen oder eine kleine Information für alle, die halt mit sowas nicht zurechtkommen. Aber ich komme sehr gut damit zurecht und kann ihn dementsprechend auch sehr gut benutzen. Für den Augen- und Lippenbereich nehme ich sehr, sehr gerne dann diesen Daylong SPF 50 Stick, weil er relativ leicht ist, gut einzieht und ja, die nötige Schutzfunktion hat. Also ich benutze ihn wirklich unter den Augen, auf den Lippen und so weiter, weil ich es einfach viel, viel praktischer finde, auch so für unterwegs. Einfach mal plöpp und auf die Lippen drauf. Fühlt sich relativ angenehm an, hat gute Filter. Ich weiß bloß, dass bei manchen so kleine Körnchen drin sind. Also bei mir war das am Anfang der Fall, aber die sind mittlerweile weg. Also die waren ganz am Anfang drin und dann habe ich das so ein bisschen mit dem Finger abgetragen und da waren dann gar keine Körnchen mehr. Also ihr müsst mal gucken, was hier für ein Produkt da vielleicht bekommt. Also manche haben wirklich Körnchen drin, ich habe keine und bin wirklich zufrieden damit. Eine ganz leichte Gesichtspflege ist mir auch relativ wichtig im Sommer, weswegen ich dieses Aftershave Balsam von Balea benutze. Ja, es ist für Männer gedacht, aber es hat so eine unfassbar schöne, wässrige Textur. Das ist schon fast wie so ein Serum oder halt einfach Wasser, was ein bisschen Glycerin oder irgendwas enthält und das zieht unfassbar gut ein. Der Duft ist relativ männlich herb, so wie man es halt von den meisten kennt, aber
Der verfliegt meiner Meinung nach sehr schnell und dieses Produkt hinterlässt einfach ein schönes Hautgefühl und zieht gut weg, so dass man dann eigentlich die nächste Pflege oder einfach nur den Sonnenschutz drauf machen kann. Und deswegen bin ich sehr, sehr zufrieden damit. Und es ist auch eins der Produkte von diesen ganzen Aftershave-Sachen, was am mildesten zusammengesetzt ist, beziehungsweise reizend zusammengesetzt ist, weil die anderen entweder zu viel Alkohol, Duftstoffe oder ähnlichen Schnickschnack enthalten. Also wenn ihr irgendwas Mildes und ja, leichtes sucht, dann probiert einfach mal dieses Aftershave-Balsam aus. Mein absoluter Retter in der Sommerhitze ist dieser kleine Zerstäuber, den ich mir mit diesem Gesichtswasser abfülle und dann auch noch Nicotinamid und Panthenol hinzufüge. Und ich muss euch sagen, ich liebe dieses Zeug, weil es einfach extrem handlich ist. Es in die Handtasche passt und man einfach ein bisschen so rumsprühen kann, um sich ja ein wenig zu erfrischen. Und das ist 100-mal besser als jegliches Thermalwasser, was es gibt. Weil ich finde einfach, Thermalwasser ist erstens kostenintensiv, zweitens ist es nicht sonderlich nachhaltig, weil man ständig diese ja, Dosen wegschmeißen muss. Und da finde ich sowas einfach viel praktischer. Das kann ich mir immer wieder nachfüllen, immer wieder mit schönen Inhaltsstoffen versetzen und dann überall rumsprühen, wo ich will. Und ich benutze es auch ganz normal als Gesichtswasser in meiner ganz normalen Routine und ich liebe es einfach. Ich werde zu diesem Verfahren, also zu diesem, ja, Pimpen des Gesichtswassers noch ein kleines Video für euch drehen und ich hoffe, ihr freut euch darauf. Was ich im Sommer auch besonders mag, sind diese Tuchmasken. Es sind ja keine Masken, sondern Kompressen, weil sie sehr erfrischend sind, sehr leicht und danach sieht die Haut total prall aus. Also ich hätte das nie gedacht, aber diese Misha-Kompressen sind einfach toll, auch wenn da ein gewisser Anteil Alkohol drin ist. Ich glaube, der ist ja bei 1% und das kann ich verkraften, weil ich benutze die nicht jeden Tag, vielleicht einmal in der Woche oder sowas. Und ich konnte bisher nichts Negatives feststellen. Und ich mag die wirklich sehr gerne, weil sie einfach nicht wie so eine cremige Konsistenz aufliegen. Und dieses Schwere, das mag ich zurzeit nicht. Deswegen benutze ich lieber die. Ein gutes Antitranspirant darf natürlich im Sommer auch nicht fehlen, weil ich es nicht mag, im Sommer zu stark zu schwitzen. Und da benutze ich dieses hier sehr gerne. Das habe ich im Rewe entdeckt. Das ist reizarm parfümiert und ansonsten ohne Alkohol und sonstige andere irritierende Substanzen. Und ich bin echt zufrieden damit und kann es euch empfehlen, wenn ihr keine Angst vor Aluminiumsalzen habt, weil es ja immer noch Leute gibt, die ja so ihre Bedenken dazu haben. Ich habe diese nicht und benutze weiterhin Antitranspirantien, weil es erstens sich nicht gehört, bei der Arbeit stinkend durch die Gegend zu rennen und zu schwitzen und extreme Schweißflecken unter den Armen zu haben. Das geht einfach gar nicht, wenn man mit Kunden zu tun hat. Sowieso, wenn man mit Menschen zu tun hat, finde ich es unmöglich, wenn Leute stinken, wenn sie extreme Schweißflecken haben oder irgendwie irgendwas anderes. Von daher benutze ich Antitranspirantien. Es gibt Tage, da benutze ich gar nichts. Das ist mir total egal. Also wenn ich zu Hause rumgammel, benutze ich kein Deo, da benutze ich kein Antitranspirant oder sowas. Und ja, ist mir egal. Aber sobald ich unter Menschen gehe, muss das immer drauf. Im Sommer trage ich sehr, sehr gerne so kupfrig, Aprikot, pfirsichfarbene Lidschatten. Und einer, den ich sehr, sehr gerne mag, den habt ihr auch in meinem letzten Schminky-Talk gesehen. Da ist in dieser Wet n Wild Comfort Zone Palette mit drinne. Und ich liebe diese Farbe einfach. Ich trage sie oft alleine auf dem Lid, weil sie so eine schöne Wärme gibt und schön schimmert, so leicht Aprikot-Pfirsichfarben. Und das mag ich einfach total. Und im Sommer finde ich das sowieso wunderschön, wenn Frauen einfach nur bronzenen Lidschatten oder etwas Ähnliches auf ihrem Augenlid tragen. Auch ein Highlighter darf nicht fehlen im Sommer, weil ich finde, im Sommer sieht man besonders gut, wenn irgendwo gehighlightet wurde oder eben nicht. Auch wenn man wahrscheinlich im Sommer eh viel schwitzt und sowieso aussieht, als hätte man sich eine Tonne Highlighter irgendwo drauf geklatscht. Aber ich verwende zurzeit unfassbar gerne diesen hier, den ich mir aufgrund von Niki Tutorials gekauft habe. Also ich gebe es einfach mal zu, weil ich finde diese Frau einfach fantastisch. Sie ist lustig und sympathisch und kann wunderbar schminken. Und dieser Highlighter ist einfach wunderschön. Der macht so einen subtilen goldenen Glow, dass ich ihn einfach sehr, sehr mag und auch unfassbar gerne verwende, vor allem eben, wenn die Sonne scheint und man
ja, diese Reflexion sieht und wo da halt verwendet wurde. Und ich liebe diesen Highlighter. Ist sehr einfach in der Handhabung und ist einfach mal wunderschön. Ein Duft gehört natürlich auch in dieses Video mit rein. Ich liebe ja Parfum in allen möglichen Variationen. Und das, was ich für den Sommer unfassbar fantastisch finde, ist dieses Eau d'Adrienne von Anicutal. Anicutal wird wahrscheinlich kaum jemand kennen. Ich habe diese Marke im Parfümerie Thiemann entdeckt. Beziehungsweise, was heißt entdeckt? Ich habe recherchiert, welches Parfum Leonardo DiCaprio trägt, und da bin ich auf Eau d'Adrienne von Anicutal gestoßen, und er soll das angeblich tragen und lieben und was weiß ich. Und da sind wir halt in die Parfümerie Thiemann, also ich und mein Liebster, so, weil ich ihm das schenken wollte, damit er riecht wie Leonardo DiCaprio, was auch immer. Und dann waren wir dort und ich habe dran gerochen und ich dachte so, oh mein Gott, Leonardo DiCaprio hat so einen fantastischen, ja, Parfumgeschmack, weil das extrem nach Zitronen riecht, nach, ach, keine Ahnung, es ist unfassbar erfrischend, unfassbar zitrisch, aber nicht so dieser WC-Duft, Stein-Duft, also wie man es halt von diesen WC-Steinen kennt oder Spülmittel oder so. Das habe ich ganz, ganz oft, wenn man so diese günstigen oder schlecht gemachten Parfums riecht, die irgendwie was Zitrisches haben, die riechen immer nach WC-Stein oder nach solchen WC- Entkalkungsgelzeug oder so. Das riecht so genial. Echt, also nach echten Zitronen, als hätte gerade jemand frisch die Zitronenschale abgerieben und backt da draußen einen Kuchen oder macht sich gerade frische Limonade, so wie wenn dieser, keine Ahnung, wenn man sich eine frische Limonade macht oder einfach nur eisgekühltes Wasser mit frischen Zitronenscheiben, genau so riecht das. Es ist perfekt von der diesen Zitronenduft her, und wenn ihr Anicutal irgendwo entdeckt, dann schnuppert mal an den gesamten Düften. Es gibt so tolle Sachen dort. Also ich habe noch zwei andere Düfte von Anicutal und die kann ich extrem empfehlen. Dieser Duft ist ein Unisex-Duft, das heißt, auch die Ladies dürfen ihn tragen, und ich trage ihn auch sehr gerne, auch wenn relativ selten, weil zitrische Düfte einfach mal sehr schnell verfliegen und ich mir dieses Gefühl bewahren möchte, einen Duft zu haben, den auch Leonardo DiCaprio trägt. So, ihr Lieben, das waren meine Summer Essentials. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn dem so war, bitte Däumchen hoch und schreibt mir doch gerne auch in die Kommentare, was eure Summer Essentials sind, beziehungsweise welche Produkte ihr unfassbar gerne im Sommer benutzt. Das würde mich interessieren. Ansonsten abonniert doch gerne meinen Kanal, wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt. Jo, bis zum nächsten Mal. Tschüssi!